Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Luft ist leider nicht mit dabei, oder in dieser Folge könnten wir auch sagen Raw Metal aka Kupfer ist not included, Leute. Es ist jede Folge irgendwas nicht included, dieses Mal haben wir kein Kupfer mehr. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir jetzt mal verschiedene Sachen, wir brauchen erstmal Kupfer. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ja, das heißt grabt hier. Graben, 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 graben. Gut ist natürlich, je weniger Aufgaben die haben. Stopp! Nee, 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 nee. So viel. Stopp, 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 stopp. Hier ist irgendwas schief gelaufen. Stopp, stopp, jetzt weiß ich auch, was hier schief läuft. Stopp! Sofort dekonstruieren. Irgendwas läuft hier. Stopp! Dekonstruieren! Leute! Deconstruct all buildings! Ah! Oh, Buildings! Wires! Liquid Papes! Los! Also, erstmal habe ich jetzt arsch viel Dreckswasser produziert, was traurig ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben irgendwas erforscht. Punkt 3. Wir forschen jetzt erstmal hier hin. Also, wenn ich das richtig sehe, ist hier Wasser, das muss hier rein. Ich meine, okay, klar, man kann es aus zwei Seiten sehen. Da rein, hier rein und raus. Ja, das macht eigentlich schon Sinn, wie die Pfeile aufgebaut sind. Nur nicht für mich. Das heißt, wir dekonstruieren erstmal die Liquid Pipes. Weg, weg, weg. Eigentlich können die da unten drunter bleiben, aber machen wir es ganz. Ganz oder gar nicht. Gehen oder bleiben. Machen wir komplett neu hier. Komplett neu. Weg. Weg, weg, weg. Dann ist das Ding ja übrigens auch verkehrt herumgebaut. Dann muss es auch weg. Deconstruct. Alter, ich hätte den ganzen. Ich hätte das komplett vollgepumpt, Leute. Mit dem ganzen Wasser da unten. So, das heißt. Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Oh. Jetzt sehe ich nichts. Wo sehe ich denn jetzt? So. Rein, raus. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, möchte man meinen. So, das heißt, rein bedeutet... Bedeutet, ist ganz schön schwierig. Bedeutet, ich muss alles ändern. Glaube ich. Ich hätte nämlich grundsätzlich erstmal gesagt, wir machen das so. Wir bauen hier wieder so ein... Alter, wieso sieht man das nicht? Okay, aber da ist ein Pfeil drauf, immerhin. So. Ja, das heißt, rein, rein, rein... Rein, rein, rein. Und jetzt müssen wir dann aber raus. Raus. Das ist schlecht. Weil darüber kann ich, glaube ich, nicht noch eine Bridge bauen, oder? Tatsächlich. So. Raus. Stopp mal, baue ich das jetzt gerade hier komplett verkehrt alles? Ja, mache ich. Mache ich. Mache ich. Habe ich sogar schon alles für... Oh Gott, das... Man sieht schon, was es hier gibt, Leute. Das sieht man einfach schon. Scheiße, ey. Mann! Aber okay, das kommt jetzt dadurch, dass sich das Wasser, wenn man natürlich eine Wasserleitung, die da ist, wegmacht, dann ist die natürlich, dann kommt das Wasser natürlich raus. Das ist ein Rohrbruch quasi. So, Learning 8. Du bist dabei. Haben wir ein Bett für ihn? Ich glaube nämlich nicht. Das heißt... Wir müssen das hier dekonstruieren und wir können übrigens sowieso den ganzen Scheiß hier dekonstruieren. Und ich würde mich jetzt gerne mal weiter hier unten nochmal mit beschäftigen. Also, Plumbing. Wasserleitung. Ach Gott, das ist eine Katastrophe, Alter. Passt auf, wir machen das mal so. Deconstruct, Liquid Pipes, weg. Weg. Wieso... Macht ihr meine Steine weg? Brennt euch der Schädel oder was? Oh Gott, ist das eine Katastrophe, Leute. Katastrophe. So. Cancel. Jetzt müsst ihr... Wir machen das erstmal auf langsam hier. Wir müssen nämlich jetzt hier klarkommen auf unser Leben. Jetzt machen wir erstmal das hier auch auf automatisch. Also, Freunde. Freunde. Das auch noch. Deconstruct. So, wir brauchen Wasser. Plumbing. Water. Wir können das auch ganz anders machen, weil jetzt habe ich nämlich den besseren Plan. So ist es einfach deutlich besser.
Da. Zack, 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 zack. Meine Theorie mit dem Wasser oben rein, die war natürlich komplett Banane. So, ich möchte, dass es natürlich auch optisch gut aussieht. Sag mal, habt ihr eine Toilette von mir weggemacht? Oh, scheiße, was machen wir denn jetzt hier? Ja, so passt eigentlich. Habt ihr eine freaking Toilette von mir weggemacht? Hier kommt noch ein Labrador hin. Da. Da rein. Ja. Das Teil kann auch weg. Deconstruct. Ist das ein Building oder ist es eine Pipe? Ich weiß nicht, was es ist, aber es will sich nicht entfernen lassen. Weg. So. Hier kommen dann jetzt... Ich hätte natürlich auch die daneben nehmen können, aber ich möchte, dass es gut aussieht. Das ist der Plan. Es soll gut aussehen. So. Ja, was man hier alles tut nicht für so ein System, ne? Was ist das denn da jetzt? Sag mal, ich habe das Falsche weggemacht. Das wollte ich eigentlich behalten. Scheiße. Und was ist das hier? Wieso zeigt er mir die ganze Zeit so ein... Was ist das für ein Pfeil? Was ist das hier für ein Pfeil? Liquid Bridge. Mach erstmal weg. So, und jetzt machen wir... Oh, so. Ne, brauche ich gar nicht. Hä? Wir können einfach so. So. So, Leute. Das sieht doch schon aus. Guckt mal, wie das funktioniert. Das Wasser fließt hier durch. Wunderschön. Geht oben rein, geht unten raus. So wie bei uns. Perfekt. Perfekt. Wunderschön. Jetzt würde ich das Ganze natürlich noch als einen Raum schließen. Sollen wir das schließen? Ich brauche auf jeden Fall... Alter, ich habe das Gefühl, wir produzieren keine Luft mehr. Aber so richtig krass. Aber so richtig krass. Also ich glaube, wir brauchen einen zweiten Deoridirisierer. Setzen wir den hier hin? Den setzen wir hier hin. Verbinden den mit Strom. Mit einem LAN-Kabel. LAN-Kabel? Da. So. Das hier soll noch weg mit der Zeit. Das wäre ganz nice. Von Sache her. Wir machen Priorität 9, 8... 7, 6. Vielleicht klappt das dann, ja. Mal gucken. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir brauchen Raw Metall. Ach so, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte Skulpturen und Bilder hier haben. Eigentlich brauchen wir nicht zwingend Skulpturen, sondern können auch mit... Wir machen hier Skulpturen hin. Und hier machen wir eine schöne Pflanze ins Bad. Hier kann aber auch noch eine Skulptur rein. So, Bilder. Wir wollen natürlich hier schön alles auffahren, was geht. Schön beim Kacken. Ein Föder, ein Foto. Da auch noch eins. Und da noch eins. So. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Dann könnt ihr zusehen, dass ihr hier runter buddelt. Hier könnt ihr weiter buddeln. Das sieht gut aus. Das könnt ihr abbuddeln. Das könnt ihr abbuddeln. Ja, macht einfach, wie ihr wollt. Ganz ehrlich, ich muss da nachher eh nachhelfen. Und deswegen bauen wir auch hier schon mal eine Leiter nach hier oben hin. So, funktioniert mein System? Funktioniert es? Ja, nein. Sieht gut aus. Allerdings ist hier irgendwas noch verkehrt. Okay. Das müssen wir natürlich noch korrigieren. Ne, stopp mal. Stopp. So. So, dann haben wir das auch erledigt. Da hätte ich fast schon wieder einen Fehler begangen. So, wir haben jetzt also Dreckswasser. Das wird sich in diesem Behältnis hier sammeln. Das macht die schlechte Luft ein bisschen. Achso, mein Luftgenerator hier, Leute. Acht, ich brauche unbedingt Luft. Als nächstes, wir haben Ventilation, ein bisschen Raffinerie. Hiermit können wir das Wasser wieder sauber machen. Ist die Frage, ob ich das schon will oder noch nicht. Ich glaube, erstmal sammeln wir das Wasser ein bisschen, das Dreckswasser. Damit kann man auch einiges machen. Zum Beispiel den Fertilizer, Synthesizer, Nizer. Problem hier ist, wo bauen wir diese Gerätschaften hin? Da brauchen wir nämlich einen eigenen, richtig crazigen Raum für. Ich sehe das hier oben so ein bisschen. Hier würde ich das sehen. Da sehe ich mich. Eigentlich, was spricht dagegen, das so zu machen? Nichts, oder? Eigentlich nichts. So, ich wollte noch Airflow-Tiles bauen. Irgendwo. Das war nicht so wie gewollt hier, aber... Nee, das ist kacke so.
Da kommen noch drei hin. Eigentlich könnte ich unter jedem Bett so eins machen, aber nun gut. Hier kommen welche hin. Da noch eins. Ich habe, das reicht mit meinem Metall wahrscheinlich nicht aus, aber ist egal. Hier. Da. Also rein in der Theorie, will aber gerade nicht. So, was sagt denn mein Oxygen? Oxygen ist hier unten. Also jetzt müssen wir das Ding hier unbedingt anschalten. Unverzüglich. Enable, und das muss auch immer laufen. Und das auch anmachen. Ich glaube nicht, dass es reicht, aber wir schauen mal. Man sieht, dass hier unten ist ein Bad der Verderbnis. Wer da unten reingeht, der hat auf jeden Fall keine Luft. Und rippt. Ja. Natürlich kann man die Luft kurz anhalten, aber gut. Wieso? Achso, das ist immer noch nicht fertig. So. Nahrung wird langsam wieder etwas knapp. Geht aber noch. Ich würde gerne... Ich habe noch zwei Sachen. Ich würde gerne Strom haben. Ich glaube, den... Ich brauche also einen Stromraum. Den würde ich, glaube ich, ganz gerne... Tja, wo setzen wir den denn? Erstmal kann eigentlich das hier weg. Das kann dekonstruiert werden, weil die Toilette brauchen wir nicht mehr. Das Ding muss allerdings noch so lange bleiben, bis der Dreck weg ist. So, Batterien möchte ich haben. Power. Ich möchte ein paar Batterien stehen haben. Wohin setzen wir diese? Eigentlich wäre das hier unten ein perfekter Raum gewesen dafür. So ein kleiner, schöner Raum. Aber nee. Wir könnten die auch hier, aber die müssen eigentlich nicht in meiner Basis sein. Also nicht so direkt. Die können auch eigentlich ein Stückchen weit weg sein. Wir können die auch erstmal, wir können die auch hier reinsetzen, wenn gleich der Dreck da weg ist. So als vorübergehend. Machen wir das oder? Ne, ich glaube, das bauen wir gleich. Wieso? Mach mal den hier. Wow. Wieso kann ich nicht was anderes auswählen? Keine Ahnung. Hä? Cancel. Irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist hier kaputt. Muss ich das per Hand canceln? So. Strom. Ich würde gerne noch zwei, drei Batterien haben, aber die können wir vorerst auch hier irgendwo hinstellen. Hier so. Ah, das ist auch okay. LAN-Kabel mit dran. Zack. Das wird noch gebaut. Hier müssen Pflanzen rein. Briar Seed. So. Ja. So, hier unten müssen wir mal schauen, wie sich das so auswirkt. Aber es wird auf jeden Fall etwas Luft produziert. Es wird sehr wenig sein. Ich weiß nicht, ob es reicht. Aber schauen wir mal. Außerdem wird jetzt hier oben wieder... Wir müssen unbedingt mehr Luft produzieren. Das ist zu wenig hier. Wir brauchen, glaube ich, mehr Stromräder auch. Aber eins nach dem anderen. Was macht ihr denn jetzt eigentlich alle gerade? Es wird noch ein bisschen geforscht. Ein bisschen Strom. Ein bisschen Bilder. Bisschen Nahrung. Okay, dann muss ich mal hier so ein bisschen Priorität setzen. Weil ich möchte jetzt... Was wollte ich bauen? Irgendeinen coolen Raum wollte ich bauen. Ach so, ja. Jetzt fällt es mir ein. Den würde ich gerne wahrscheinlich hier oben irgendwo haben. So, hier wahrscheinlich eher. Wahrscheinlich hier eher. Wir stellen erstmal diese Sachen hier aus. Dann verbrauchen wir nicht ganz so viel Strom. Wir brauchen wir hier, machen wir so, würde ich sagen. Das ist eine gute Raumhöhe. Das heißt, wir machen hier nochmal 7. Am besten wäre, wenn ihr das alles wegmacht. Alles weg. Bada, 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 boo. Bada, 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 boo. Frage auch hier. Ich brauche halt auch immer noch den Tierraum, aber das geht ja anscheinend ohne Öl nicht. Wo ist eigentlich Öl? Das ist ja das neue Upgrade. Das hier sieht irgendwie nach Öl aus. Unknown. Öl. Gibt es irgendwo schon Öl? Es gibt anscheinend kein Öl bei mir. Das heißt, ich muss unendlich tief graben, Alter. Holy shit. Hier unten sehen wir übrigens Kohle, ja. Bisher noch gar nichts gehabt. Wir haben mittlerweile 15 Tonnen Kohle. Not bad. So. Wir haben wieder keinen Strom. Wahrscheinlich, weil jetzt alle hier oben graben. Aber ist egal. Grabt, meine Freunde. Grabt. So möchte ich das sehen. Ich glaube, das funktioniert nicht alles, aber egal. So, ihr könnt auch hier das dann mit der Zeit bauen.
Frage ist nun, also ich lege erstmal ganz viele Räume an, die ihr seht, ich habe viele leere Räume. Ich stelle mir für jeden Raum schon etwas vor. Und ich habe zwar diesen Raum jetzt angelegt, aber ich möchte eventuell den Raum da drüber haben. Ich hätte gerne nämlich eine Produktion, die viel Gas produziert. Schlechtes Gas. Räudiges Gas. Und die Frage ist halt nun, wo will ich dieses Gas haben? Vielleicht wäre hier perfekt. Aber ich brauche hier noch ein bisschen Platz für das ganze Carbondioxid, was sich da unten sammelt. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier lassen wir erstmal noch zwei Lücken, dann könnt ihr vielleicht von da oben runterbuddeln. Am liebsten würde ich das hier so machen, aber hier sind überall schlechte Gase. Ja, hier haben wir Hydrogen, Chlorin, also Chlorin ist richtig RIP, Hydrogen ist auch RIP. Das hier, Polluted Oxygen, ist noch in Ordnung, aber das hier ist alles überall nicht optimal. Na, wir sind eigentlich umzingelt von Scheißluft. Am liebsten wäre es hier oben. Ja, aber das machen wir hier. Das wäre meine Idee. Hier oben. Das machen wir. Das heißt, wir graben hier jetzt das weg. Die Kohle sowieso und das Eisen muss auch sowieso weg. So, wir graben uns hier schön rein. Bis ungefähr hier. Das ist so die Linie hier so. So. Und dann buddelt ihr euch weiter schön nach hier unten runter. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist erstmal der grobe Plan. Mein Raum soll ungefähr, ich weiß nicht, wie viel Größe ich brauche von dem Raum. Ich glaube, so riesengroß muss er gar nicht sein. Ich würde ihn, wie viel haben wir denn hier immer zwischen? 3, 4, 5. Wenn ich hier 3, 4, 5 sage, so ungefähr. Das wären sogar. Das heißt, ich würde so bauen. Hier erstmal aber nicht. Da müssen die ja gleich noch tiefer buddeln. Und dann würde ich den Raum hier so ungefähr. Wir können auch mal wieder ein bisschen schneller werden. Schwierig alles. So. Also das kann ja schon eindeutig hier zugemacht werden. Und zwar möchte ich hier nämlich unter erstmal mit meinem Fertilizer. Alter, Ölraffinerie, das ist neu. Converts Crude Oil into Petroleum und Naturalgas. Also, ich möchte hier meinen Fertilizer hinhaben. Das heißt, wir setzen hier eine Fabrik hin. Dahin. Und eine setzen wir hier, wäre das Ziel. Hier. Das heißt, ich bin hier mit den Steinen gar nicht so richtig bedient. Wir können aber auch ein bisschen, nee, stopp mal. Wir können es ja schon mal so. Wieso kann ich hier fucking nur Leiter, Liquid Pipes wegmachen? Irgendwas ist doch hier verbuggt oder bin ich irgendwie dumm? Ich weiß es nicht genau, aber ich kann es jetzt auch nicht mal anklicken, diese Scheiße hier. Wieso geht das nicht? Was habe ich hier verkackt? Jetzt lass uns überlegen. Vielleicht, weil ich hier bei Plumbing bin? Oh Gott, das war's, lol. So. Fertilizer. So vielleicht hatte ich ihn gerade. So. Schönen großen Raum. Also das, der kann schon relativ groß sein, der Raum. Und dann setzen wir. Hier muss nämlich der Weg dann hin. So, ups. Suffcoating. Was heißt Suffcoating? Erfrieren? Ist einer tot? Er kann nicht atmen. Das ist schlecht. Dann wird er jetzt sterben. Weil er auch einfach frisst, während er nicht atmen kann. Nicht dein Ernst, rennen. Und jetzt schläft er, wenn er nicht atmen kann. Nein, renn. Oh, ja, egal. Dann stirb. Renn ist auf jeden Fall. Renn! Renn am Bell. Okay, er kommt nicht mehr weg. Ja. Okay. Er ist ein kompletter Hafensänger. Hatte er einen wichtigen Job? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er ist tot. Ein Hafensänger. Einfach nur eins Hafensänger. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Kann ich schon die Mesh-Teil, okay.
So. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Weil ihr soll weitergebuddelt werden. Am besten so, dass ihr nicht dabei sterbt. Das wäre cool. Das wäre sehr, sehr, sehr cool. Das hier kann dann übrigens weg, alles. Und auch gecancelt werden teilweise. So. Dann würde ich sagen, buddelt euch hier mal so durch, ja? Ich möchte hier... Was, schon wieder? Ihr helft ihm. Helft ihm. Priorität 7. Hier durch. Da durch jetzt. Wieso? Nein, Frankie! Helf ihm jetzt, komm raus, Frankie! Renn! 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 Nein! Er lebt. Er lebt. Die sind alle hier am übelst... Leute, ich glaube, bei euch ist hier wohl... Das hier ist ja wohl die übelst... Die gefährlichste Mission, die es hier je gab, Alter. Highly holy mackerel. Man könnte sagen, holy mackerel. Holy mackerel. Ne, die Leiter brauchen wir nicht, glaube ich. Dekonstruieren. Er sieht für den ersten Anblick erstmal komisch aus, aber es wird sich alles zeigen. Allerdings müssen wir erst einmal hier durch. Das ist halt, das müssen wir schaffen, Leute. Können wir das schaffen? Jo, das schaffen wir. Hier müssen wir eigentlich aufpassen, weil sonst buddeln die, ich kenne euch, Leute. Ich kenne euch, ich kenne euch, ich kenne euch. Wie sieht es mit Nahrung aus? Ist noch sehr, sehr viel da. Wie sieht es aus? Wieso baut Gold? Habe ich das mit Gold gebaut? Das ist räudig. Ja gut, das nimmt doch schon alles so ein bisschen Form an, würde ich sagen. Also wir haben viel, viel freie Fläche. Es gibt aber auch noch viel, viel, viel zu bauen. Ach so, Batterien wollte ich jetzt erstmal haben. Batterien. Ah ne, Batterien habe ich. Never mind. Das heißt, wir haben hier so ein paar Batterien. Leider sind die nur nicht aufgeladen. Ja, gut. Das war natürlich wieder klug von dir. Jetzt kommst du nämlich nicht mehr da drauf. Und er war auch mal wieder richtig klug. Das müsste man irgendwie besser machen. Das ist echt nervig. Und die Einzelnen mit Priorität durchhacken ist auch echt kacke, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Aber da, an die kommen wir noch dran. Und an denen. Da bin ich zuversichtlich. Bei denen hier ist das... Oh, das habt ihr gut gemacht, Leute. Das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Einer ist hier raus. Der Schwächste fliegt, könnte man sagen. Jetzt ist er der Schwächste. Na gut. Das heißt, wir bauen hier nochmal weiter. Vielleicht könnte das klappen, dass wir so rankommen. Und zwar bauen wir nämlich hier Mesh-Tiles. So wird der ganze Raum aussehen. Eigentlich brauche ich den nicht so groß, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich so viel Platz brauche. Wir machen das erstmal so. Ich glaube, so reicht es. Machen wir es so. So? So ist, glaube ich, gut. Ja, okay, dann machen wir es komplett, Leute. Oh, ich habe schon wieder den Bug. Machen wir es komplett. So. Dann kommen jetzt hier zwei Manual Airlocks hin. Dann könnt ihr das Ganze hier auch mit einem LAN-Kabel verbinden, wenn ich diesen denn finde. Das heißt, wir machen das einfach so. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir allerdings auch Wasser. Wir brauchen nämlich das schlechte, räudige Wasser. Das führen wir jetzt mal hier so durch. Hier so rein. Und... ja, machen wir es so. Ich habe überlegt, ob ich es hier... Aber da kommen die, glaube ich, nicht hoch. Dann brauchen wir auch eine Luftpumpe. Ich weiß nicht genau, ob das hoch aufsteigt oder absteigt. Ich glaube, es steigt auf, das Zeug. Stellen wir die mal hier so hin.
Ja, das ist schon mal. Wir kommen dem Ganzen hier etwas näher. Stromversorgung können wir. Setzen wir erstmal bis hierhin. Bis da. Und auch. Ach, Gas. Hier brauche ich Gas. Gaspipe. Das kommt hier. So. Dann haben wir das alles schon mal so ein bisschen geklärt und unser nächstes Kapitel in unserem Buch abgeschlossen. Ich glaube, wir können mal langsam wieder weiterforschen. Was brauchen wir denn hier? Was ist das hier? Hier ist halt mit Öl und so, aber ich habe noch kein Öl gefunden. Power Transformer, was macht der denn? Machen wir denn das hier erstmal. Enable. So. Hier unten sehen wir übrigens, dass das Ding immer noch nicht fertig ist, weil da anscheinend niemand drankommt. Ich habe auch noch die ganzen Leitern hier stehen. Da müssen wir dann nochmal eine Leiter hinsetzen. Und da müsste man doch drankommen. Wieso baut das kein unreachable Build? Das kann ich mir nicht vorstellen. Bauen wir mal neu. Gasventil. Wasserventil. Unreachable. Das kann nicht unreachable sein. Wieso sollte das unreachable sein? Hier ist eine fucking Leiter. Das hier ist auch nicht unreachable, oder? Ich meine, ich habe ja genug Duschen und so, das ist ja erstmal in Ordnung, aber hier wird auch auf Gold gewartet. Da müssen wir auch ein Airflow-Teil hinsetzen. So. Jetzt gucken wir uns mal, was sagt unser Oxygen. Ja. Also es könnte schlimmer sein, könnte aber auch besser sein. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass auf lange Sicht das hier unten besser wird. Das sieht schon sehr stark danach aus. Es scheint besser zu werden. So, das hier oben wird langsam gebaut. Das geht aber noch. Hier haben wir noch ein bisschen. Wir können das Ganze mal abarbeiten. Das heißt, gibt das vielleicht, je nachdem, wie ich die Befehle gebe, wir probieren das mal aus. Wir machen das mal so. Vielleicht graben die jetzt nach dieser Reihenfolge ab. Das wäre mal cool. Das wäre wirklich cool. Vielleicht ist das ja tatsächlich. Wahrscheinlich ist das so. Und ich habe das nie gemerkt. Das wäre wirklich, wirklich gut. Gucken wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben halt keinen Strom. Das ist nicht geil. Wir bauen mal noch einen Power-Generator hier hin. Zwei Stück. Die möchte ich da nicht stehen lassen, aber das machen wir erstmal. Das heißt, wir können schnell Strom aufbauen. So muss nicht einer permanent da drin sein. Hier wird auch immer noch gebaut. Alles Mögliche, ja. Das hier können wir eigentlich zumachen, wenn ich das richtig sehe. Zack. Oh, guck mal, wir haben hier sogar neue Käfer entdeckt. Mittlerweile 26,6 fucking Kohletonnen. Können wir eigentlich, habe ich das schon erforscht? Kohlegenerator. Können wir eigentlich einen Kohlegenerator bauen, Leute? Machen wir auch. Wo setzen wir hin? Der Kohlegenerator produziert Carbondioxid. Das sollte also möglichst hier unten sein. Ich glaube, das bauen wir hier hin. Das gefällt mir hier. Das gefällt mir hier. So? Hier hinten? Ich glaube, das bauen wir hier hinten hin. Vielleicht zwei oder drei. Ich glaube, erstmal reichen zwei. Frage ist nur, wie ich diese platziere. So? Machen wir das mal so, Leute. Nee, stopp. Ich habe schon meinen gewissen Plan. Oh, jetzt habe ich wieder diese Kacke hier. Ich muss hier weg. Ich habe meinen gewissen Plan und zwar so. So. So, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Hier brauchen wir längs Mesh-Tiles. Mal wieder. Mesh-Tiles sind die, die lassen Wasser und Luft durch. Also, ich will halt, dass das Carbondioxid schon nach hier unten ab kann. Von mir aus auch der hier. So, müssen wir das hier zubauen? Also ja, will ich. Also ich will ja einen geschlossenen. Wir machen das so.
So machen wir das. Ich finde, das sieht cool aus. Und hier kann immer noch ein bisschen Carbondioxid abweichen von der Seite. Gefällt mir. Dann hätten wir auf jeden Fall die Stromversorgung geklärt, wenn die beiden Dinger stehen. Die Lücke hier ist nur für optische Gründe. Also ich will nicht, dass sie direkt aneinander stehen. Das muss ja nicht sein, ne? Ich könnte auch den dazwischen stellen. Okay, passt mal auf. Dann machen wir einen optischen Raum. Einen optischen Raum. Dann stellen wir das dazwischen und machen hier auch noch eine Lücke hin. So. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wieso ist hier unten Wasser? Könnt ihr das mal wegmobben? So, forschungstechnisch sind wir schon ziemlich weit. Was könnten wir noch gebrauchen? Pharma, Hans, Pharma Chamber? Exosuit Checkpoint? Das sind neue Sachen, die kenne ich nicht. Keine Ahnung. Atmoswitch, das brauche ich eigentlich nicht. Was haben wir hier noch? Plastic Ladder, Comfybed? Plastic Tile. Ich glaube, Plastic Tiles braucht. Wir forschen erstmal da rein. Ich glaube, die braucht. Also, ich muss eh erstmal. Ich habe keine Ahnung, wo ist denn fucking Öl, Alter? Wo ist freaking Öl? Ich habe keine Ahnung. Wo hier bitte Öl sein soll. Müsste ich echt mal tief graben irgendwo in eine Richtung. I don't know so genau. Was sagt Nahrung? Nahrung ist nur in Ordnung. Hier müssen wir das allerdings anders machen. Hier ist gerade alles drin, glaube ich. Hier sind... Ja. Wir schmeißen jetzt mal alles raus. Hier soll nämlich nur rein... Also okay, diese Dinger. Mugroot kann hier rein. Mugroot. Dann Meal Lice. Ne, Lice Loaf. Meal Lice sind die ungedingsten. Wir bauen hier noch so ein Ding hin. Und zwar ist es nämlich so, das machen wir so, zack, das ist gut. Hier kommen die, das sind nämlich die Kochsachen. Die kochen die, also hier soll Essen rein und da sollen Kochsachen rein. Das ist der Plan. Mach ruhig mal hier, das kannst du anmachen. Machen wir mal so ein paar davon. So. So. Wieso sind die Pflanzen hier noch nicht drin? Machen wir da mal eine Priorität höher. Auf 6. Wir brauchen auch immer noch jemanden, der das Ganze mal hier ein bisschen schmückt und bemalt. Was machen wir denn aktuell? Okay, der Raum wird fertiggestellt. Das sieht gut aus. Kommen die da dran? Ich habe das Gefühl nicht. Kommen die da runter? Ich glaube nicht. Dann bauen wir mal eins Leiter dahin. Da. Luft ist immer noch nicht so geil. Es geht, aber ich glaube, es baut sich auch langsam auf. Was sagt unser organisch? 25 Tonnen. Sobald es so in Richtung 10 Tonnen geht, wird es wirklich räudig. Ja, vor allem, das ist ja weg. Wenn es weg ist, ist es erstmal weg. Ja, das ist das Problem. Natürlich können wir immer weiter graben, aber hier sieht man auch sehr viel. Allerdings ist das dieses Grüne, das ist alles schleimig, schwierig, Krankheiten. Schlechte Luft, also da muss man schon einen gewissen Plan haben. Wir können uns einen weiteren Dude holen. Ich brauche Betten noch, ne? Ich glaube, einer schläft sogar ohne Bett. Gucken wir mal, was wir so haben. Construction Creativity ist nicht schlecht. Immunität. Nee. Ich muss jetzt auch sowieso gucken, wohin expandieren wir? Wir brauchen Betten. Wir brauchen mehr Betten. Ich würde sagen, wir machen das sehr einfach und bauen die Betten nach hier links weiter. Links habe ich jetzt hier halt gebaut, was das ein bisschen schwieriger macht. Ich könnte die Betten auch erstmal da ganz am Rand platzieren. So, gucken wir mal. Bett. Cot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das bereiten wir schon mal jetzt für unendlich viele Leute vor. Blume, 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 Skulptur, 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 Bild, Bild, Död, 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 Död. So, da können auf jeden Fall 3 Milliarden Leute hin. Das Ding hier ist fertig. Hier soll jetzt quasi Cook Ingredients rein. Nee, stopp, das ist falsch. Hier soll Leislauf rein.
Stopp, jetzt muss ich gerade überlegen. Was ist das hier? Das hier ist Mehlleis, glaube ich. Mehlleis soll hier rein. Mit 7. Da kommt Mehlleis rein und hier kommt Leisloaf rein. Mugroot, haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Das ist alles. So. Ihr könnt gerne hier noch ein bisschen kochen. So eine Rutsche lang. So, Freunde. Freunde. Wir können auch hier weiter Bilder noch setzen. Ja, das ist alles möglich. Alles möglich. Wer hat denn hier so viel Stress? Warum? Frankie schon wieder. Der hat schon wieder Wunden. Und ich habe schon wieder mein Bett weggebastelt, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe halt noch keinen richtigen Platz dafür gefunden. So, hier oben, das kann jetzt mittlerweile erstmal, das kann alles weg. Alles. Leider, wenn wir, jetzt ist nämlich genau. Jetzt ist leider auch meine Pflanze. Den Stein können wir, eigentlich können diese Steine hier bleiben. Die haben ja nichts verbrochen, die sind ja in Ordnung, die Steine. Die können eigentlich bleiben. So. Am besten wäre, tja. Was wollte ich denn jetzt bauen? Irgendwas wollte ich doch machen. Was wollte ich jetzt bauen? Wir haben noch Elektrolysierer, lila. Ich würde halt gerne Öl haben. Skink. Oh, Skink. Also das können wir nachher bauen. Ich glaube, wir müssen auch gucken, hier oben liegt da irgendwo ein Toter oder nicht. Fällt mir gerade mal ein. Da, der wird schon lila. Ja, Leute, könnt ihr dann mal hier das buddeln? Wäre mega cool, wenn ihr das mal wegmachen würdet. Das nervt mich nämlich richtig. Und die Frage ist, warum ihr diese Scheiße hier oben nicht fertig macht. Das wäre auch cool. Wir machen mal das Ding hier wieder an. Turn on. Kann Frankie sich dahin gönnen? So, Dankeschön. Komm, mach das mal weg da jetzt. Kommen die da wieder? Kommt der da runter, wenn der da? Wahrscheinlich nicht. Ist das so schlechte Luft oder wieso laufen die ganze Zeit weg? Das sieht nicht gut aus auf jeden Fall. Es sieht nicht gut aus. Deswegen sind die da oben, glaube ich, auch so wenig am Arbeiten, weil die Luft einfach kerngräulich ist. Wo ist freaking Öl? Steam Geysir. Steam Geysir ist Wasser, beziehungsweise Dampf. Okay, das habt ihr geschafft, das ist cool. Deconstruct. So, und hier setzen wir jetzt erstmal ein Grabstein. So, für den guten Dude, ein Grabstein. Sie liegt hier noch Algae? Ja, nicht, dass sie das auffrisst. Passt da nicht mehr rein, Alter? Irgendwie kommen wir nicht mehr voran gerade, habe ich das Gefühl. Also nicht effektiv. Viel. Wir haben hier noch nichts gebaut. Hier wird ein bisschen was gemacht. Was machen wir denn jetzt gerade die ganze Zeit? Ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt erstmal Strom. Wenn ich nämlich Strom habe, dann müssen wir nicht Leute im Drehrad hier abstellen. Zwei sind am Laufen, einer ist am Forschen. Ja, wir kommen deswegen auch nicht voran. Aber anscheinend produzieren wir genug Luft, dass wir mehr Luft produzieren, als wir benötigen. Also ja, es füllt sich auf Dauer. Auf Dauer wird es gut. Hier unten sehen wir auch, der arbeitet ordentlich das ab. Es reicht noch nicht, aber er arbeitet es ordentlich ab. Allerdings staut sich das hier oben an. Es kommt hier, das ist das Problem mit diesem Raum. Es kommt hier nicht schnell genug durch. Gibt es eine Platte, die Gas durchlässt, aber kein Wasser? Ich glaube nicht. Okay, hier kommt kein Blocks Liquid Flow Without Obstructing Gas. Das heißt, Wasser kommt nicht durch, aber Gas. Das heißt, die könnte ich hier hinsetzen. Problem ist, wenn ich das da jetzt hinsetze, dann läuft mir diese ganze Scheiße da unten ins Wasser rein. Aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Das heißt, wir setzen die mal hier hin. So ungefähr. Nee, stopp! Nee, das können wir nicht bringen. Weil da drin ist so Drecksluft. Und die Drecksluft, die zieht dann ja auch da raus. Das ist ja nicht, was ich möchte. Die andere Option, die wir haben, die müssen wir dann wohl angehen,
ist, dass wir einfach das hier tiefer buddeln. Ja, dann allerdings ist da Chlorin. Ist hier schon Chlorin drin? Ja. Das ist natürlich nicht so geil. Außerdem müssen wir hier erstmal mobben. Da muss ein bisschen gemobbt werden. Da liegt nämlich dreckiges Räudenwasser. Wir müssen mal gucken, ob wir das insgesamt etwas tiefer graben können. Ich hoffe, dass das Chlorin da noch nicht durchsickert. So. Wie sieht es hier oben mit dem Raum aus? Der wird einfach nicht fertig. Der will nicht fertig werden. Das Grab ist immerhin da, das ist cool. Achso, ich wollte jetzt auch erstmal hier unten das. Wie sieht es mit dem Raum aus? Ja, immerhin. Joshua hat allerdings ein Problem. Joshua kommt nämlich nicht weg. Kannst du graben? Dann könntest du dich hier rausgraben eventuell. Fände ich auch gleichzeitig ganz cool. Dann habe ich nämlich auch hier noch ein bisschen mehr Platz. Food Shortage. 6000 Nahrung. Was ist denn hier los? Anscheinend waren wir nicht genug Nahrung. Ja gut. Dann gehen wir das Ganze mal an hier. So, hier kommt mit einer Geschwindigkeit von 6 Kohle rein. Kohle. Sehr gut. Und dann werden nämlich diese Dinger hier, die werden nämlich jetzt angeschmissen mit einer Stufe von 8. Die müssen immer laufen. Immer. Einfach immer. Mach mal schneller fertig jetzt hier. Die müssen immer laufen. So, das sind so schöne, lustige Dinger. Die pumpen sich so zusammen. Auf und zu. Und den auch auf 8. So, das heißt, da drin wird Kohle gesammelt. Nice. Und diese Dinger werden jetzt permanent Strom erzeugen. Das heißt, die Dinger hier können weg. Und ich würde gerne einen Stromraum bauen. Dafür brauchen wir allerdings sehr, sehr viel Dingsmaterial, was wir wieder nicht haben. Kupfer. Ein bisschen haben wir. Wo setzen wir diesen Stromraum hin? Wie können wir hier hinbauen? Wäre das eins Möglichkeit von Sache her? Nee, ich glaube, dann baue ich... Ja, was soll ich denn sonst hier machen? Es produziert noch Wärme. Den könnten wir auch hier hinbauen. Sollen wir den hier hinbauen? Aber eigentlich will ich... Also hier könnte er perfekt reinpassen, aber vielleicht passt da auch irgendwann noch was anderes Cooles rein. Ich wüsste schon was. Sollen wir den hier hinbauen? Produziert das irgendwas? Hitze, Dekoration, bla bla bla. Bla 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 bla. Okay, passt auf. Dann setzen wir den... Dann habe ich einen gewissen Plan. Hier, eins. Passt das denn? Ja, das passt sogar genau. Das ist sehr gut. Das passt sogar genau. Wir bauen hier erstmal 4 von diesen Dingern hin. Erstmal soll das genügen. Oder nee, wir bauen... Okay, passt auf. Bauen wir noch eins. Und hier könnte eventuell noch mal eins hin irgendwann. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Also. Okay, so reicht das. 3, 6 Stück. 6 Stück ist eine gute Zahl. Hier kommt eins Leiter rein. Und hier kommt eins Pneumatic Door rein. So. So. Und da können weitere Batterien hin. Hier kommt jetzt ein Kabel ran. Und so. Das ist der Plan. Das ist, finde ich, relativ guter Plan. Und das sollten wir jetzt auch relativ schnell realisieren. Zumindest das hier schon mal. So, das Stück. Also alles quasi, okay. Kohle läuft, weil die produzieren jetzt unglaublich viel Strom wahrscheinlich. Mehr als ich benötige, vor allem wenn ich 2 schon habe. Und wenn die, ihr seht, das Ding ist voll. Und wenn die jetzt die ganze Zeit für nichts produzieren, wäre das sehr, sehr traurig. Das finde ich wirklich sehr traurig. So, wir bauen hier direkt weiter. Die geben ja auch ordentlich Gas hier. Können wir nämlich... Naja, erstmal bauen, warten wir, bis die fertig sind, bevor wir es dekonstruieren. Wie sieht es denn insgesamt aus hier, ha? Kann man schon mit leben. Wie sieht es hier oben aus? Ja, es kommt langsam. Eigentlich wird dieser Stromkabel hier nicht funktionieren. Deswegen kann ich den auch canceln. Wire. Das wird nicht klappen, deswegen müssen wir uns den von hier holen. Ist das schon fertig? Das verbraucht doch Strom, oder? Machen wir erstmal Disable. Ja, aber ich realisiere gerade sehr, sehr viele Projekte, deswegen geht alles nur schleppend voran. Aber deswegen fokussieren wir uns, deswegen ist die Priorität auch gerade gut. Ja, also wir haben jetzt
das hier produziert, wir haben jetzt dann das hier produziert und dann kommt das hier als nächstes. Weil andere Sachen haben wir nicht. Achso, ich muss, aber okay, doch, ich muss gucken, dass die Priorität hier beim Ernten doch auch relativ hoch ist. Das sollte schon immer gemacht werden, wenn es fertig ist. Ja, das ist unser, das ist eure Nahrung, Leute. Boys. So, das ist fertig und jetzt dekonstruieren wir diese beiden hier. Die möchte ich hier nicht mehr haben. Und eventuell den auch. So. Das müsste reichen. 6 Stück und zur Not können wir da oben, wie gesagt, noch welche drüber bauen. Wir können schon mal die Kabelführung da hinlegen. Ups. So. Ich finde, das sieht doch schon alles ziemlich cool aus. Hat schon alles wirklich irgendwo so einen gewissen Platz. Nur, dass die Luft geiler sein könnte. Also es sieht... Wir sehen auch, es ist nicht genug produziert, aber vielleicht liegt es daran, dass wir zwischendurch keinen Strom hatten. Vielleicht. So, wir haben hier noch weitere Boxen, da können Pflanzen rein. So. Sehr schön. Sehr schön. Das Teil ist hier auch, ja, es fehlt noch ein bisschen, aber... Jetzt setzen wir einfach, das ist das letzte Projekt, was wir realisieren, Leute. Ich mache einfach so. So. Ich möchte, dass diese Maschine läuft. Das ist, was ich möchte. In dieser Folge noch. Dass diese Maschine funktioniert und arbeitet. Das ist, was ich mir wünsche. Und ich würde mir wünschen, dass diese Scheißsteine da wegkommen. Kommen die da noch dran? Wahrscheinlich nicht. Da müssen wir das hier erstmal dekonstruieren. No! Leute! Leute, ihr könnt doch nicht jetzt schwach machen. Sollte das. Ich weiß auch nicht genau, was ich hiermit mache. Ich könnte das auch bis hier weiter vorschieben. Ich möchte hier so ein bisschen Platz haben für das Gas, was hier entstehen wird. Da müssen wir das hier auch nochmal dekonstruieren. Das geht immer schnell. So, können wir das Gerät hier anschließen? Warum läuft es noch nicht? Was braucht es? Was fehlt? Ist eine Wasserverbindung da? Sag mir nicht, ihr braucht eine Gasverbindung. Nee. Wasserverbindung ist da. Stromverbindung ist da. Achso, die Pumpe ist nicht an, deswegen. Ja, wir müssen diese Pumpe hier anschmeißen. Enable Building. Und wir können uns einen Duplikanten wieder aussuchen. Gucken wir mal, was da ist. Immerhin wäre er kreativ. Ja, komm. Lassen wir ihn mal kreativieren. Devon. Ich meine, jeder muss das ja irgendwann mal lernen, ne? So, Art. Devon darf Art. Was hat er in Art? 5. Hat er auch Learning? Learning, Learning, Learning. Er hat auch... Ne, dann lasse ich ihn das lieber machen. Tut mir leid, Devon. Dann bist du einfach nur useless. Na gut. Aber er ist trotzdem da. Hat er Glück gehabt. So, Leute. Jetzt wird nämlich das eklige Wasser... Dafür nutzen wir es nämlich. Gepumpt. Hier rein... Und hier wird jetzt Dünger produziert. Und diese Maschine wird allerdings ein Gas ausstoßen. Das wird sich hier in diesem Raum sammeln. Und später, mit Hilfe dieser, mach das mal da weg hier, das nervt. Und das wird dann mit Hilfe dieser Pumpe später hier rausgepumpt. Und deswegen ist der Raum so groß, weil sich das hier schön sammeln soll. Hoffentlich. Das, und deswegen sind hier auch diese Mesh-Teils, damit das Gas hier durch kann. Ihr seht schon hier, anscheinend wird es hier, kommt es hier raus oder hier raus? Vielleicht an beiden Stellen. Keine Ahnung, auf jeden Fall hier dieses Orangene. Es wird noch mehr werden. Und das ist auf jeden Fall nicht gesund, kann man sagen. Definitiv not gesund. So, wir sind auch bald schon fertig mit dem Forschen, das ist cool. So, wir forschen dann einfach mal hier rein. Ja, ich möchte mich für euch verabschieden für diese Folge. Das war's. Ja, wir haben einiges geschafft. Okay, die Pflanzen machen wir noch rein. Sonst vergesse ich das. So. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.